Ja, Leute, willkommen zurück zu Minecraft. Ich habe es irgendwie hingekriegt, dass ich unten im Nether eine Ebene zu viel jetzt habe. Meine Plattform ist aber inzwischen fertig. Ich habe auch alles jetzt soweit eingerichtet, dass ich da unten Birkenholz habe. Aber halt noch nichts abgebaut habe. Weil ich wollte erst einmal die Plattform fertig haben. Das habe ich jetzt vor ein paar Minuten geschafft. Hab jetzt nochmal. Die wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Hab jetzt nochmal gesagt, dass wir. Dass wir oben die Holz nochmal abfarmen. Und jetzt werde ich mich einmal hier hochbauen. Das war einfach Blödsinn, was ich jetzt gemacht habe. Egal. Let it go. So. Warum ich das jetzt mache, damit auf gar keinen Fall Glow Dust abhanden kommt und wir volle Leuchtkraft daraus beziehen können, die uns diese Welt dieses Mal zur Verfügung stellt. So. Okay. Außerdem können wir das später, denke ich, ganz gut nutzen. Was ich jetzt hier baue. Als, keine Ahnung, Lager im Nether. Irgendwie sowas wird es wahrscheinlich werden. So. Okay. Sollten das gerade eben noch schaffen. Nee. Ich glaube, komplett drum kriegen wir es nicht. Aber das ist egal. Ich glaube nicht, dass irgendwas da jetzt noch großartig runterfallen sollte. Okay, vor allem nicht, wenn wir von unten dran gehen. Von unten dran gegangen. Und es passiert einfach gar nichts. Sehr schön. So, es fällt nichts raus. Klatsch. Kann ja nicht. Wie sollte hier was rausfahren jetzt? So, jetzt die Frage. Könnte ich hier was... Theoretisch kann. Und dementsprechend gehen wir einmal nach oben. Lodas kann man ja auch nicht nachzüchten. Leider Gottes. Da werden am Ende Glowsteine raus. Also Glowstones. Aber noch nicht jetzt. So, was mich irgendwie überrascht, ich kriege keine Gegner im Moment. So. Was mich ein wenig verwirrt. Weil ich spiele ja nicht auf Peaceful. Ich spiele ja auf normal, glaube ich, habe ich gestellt. So. Im Übrigen, ja, es ist wirklich so, dass ich, wenn ich so gucke, sehr viel mehr rauskriege als anders. Als andersrum.
Nee. So. Es geht sehr, sehr viel schneller dadurch auch. Also, normalerweise habe ich für die Zeit, die ich hier rein investiert habe, habe ich mal locker das Doppelte der Äxte gebraucht und das Dreifache der Zeit. Also, wirklich irre. Irre, wie viel weniger Verschleiß ich dadurch auf einmal hatte. Und ich weiß nicht, wieso. Weil wenn man mir das erklären kann, ob das Minecraft-Physics sind oder so, das wäre cool, wenn mir das jemand erklären kann. So. Hi. So. In einem Umkreis von 100 mal 100 mal irgendwas Blöcken sind jetzt alle Schweinemenschen feindlich zu mir. Schade nur. What? Bitte sag mir, dass jetzt nichts irgendwie gedroppt wurde. Ne, Glowstone habe ich abgelegt gehabt. Oh. Oh. Ich habe ein Goldnugget. Also jeder Schweinemensch kann maximal ein Goldnugget droppen. Was nicht allzu viel ist. Leider Gottes. So, also um mir meinen Palast aus Gold zu bauen, wird die Zeit wahrscheinlich nicht reichen. Ich werde aber gucken, dass ich die auf jeden Fall abgefarmt bekomme. Ich persönlich muss sagen, ich finde Gold gar nicht mal so verkehrt. So. Okay. Wir können ein bisschen Holz eigentlich vertragen. So, Moment. So. Die habe ich jetzt auch. Und die habe ich deswegen noch nicht umgewandelt, weil ich halt im Moment nicht so viel Platz habe. Und alles, was ich jetzt halt umwandle, das wird halt viermal so groß, wie es normalerweise ist. Deswegen habe ich es gelassen. Aber wenn ich jetzt sowieso anfangen möchte, mein Häusle zu bauen, dann kann ich da ruhig ein bisschen mehr mitnehmen. Irgendwas, was nicht wegkommen darf? Nee, eigentlich nicht. Selbst der Goldnugget ist ein ganz normaler Monster-Drop. Und dementsprechend nicht so schützenswert wie wie andere Sachen. Wie Dreck zum Beispiel. Das ist das Schöne an der Map. Man lernt einfach mal den Wert von Dreck kennen. So. Außerdem lernt man sehr viel über die Physics in Minecraft. Beziehungsweise die Mechanics. Habe ich nicht sogar noch irgendwo Birkenholz sogar? Eigentlich müsste ich sogar noch irgendwo welches haben. Oh, Hallöchen. Und wir kriegen dich kaputt.
So, Zombies werden noch meine besten Freunde. Das weiß ich jetzt schon. Liegt aber eventuell nicht daran, dass sie so einfach sind oder so gut aussehen. Sondern liegt schlicht und einfach daran, dass sie den besten Loot droppen. Und sogar Eisenbarren droppen können. Selten, aber es ist möglich. Das heißt, Zombies ahoi. Ich muss gucken, dass ich irgendwie die Zombies gefarmt bekomme. Und das wird, denke ich, ganz interessant. So. Jetzt die große Frage. Erstmal, was möchtest du von mir? Du wolltest mir nur mal Hallo sagen, wa? Wie groß machen wir das Ding? So, ich muss immer bedenken, zwei auf jeder Seite müssen abgezogen werden. Weil das mache ich auch weiterhin, dass man außen lang gehen könnte. Dass da die Viecher draußen langlaufen und dann rausgeschmissen werden können. Das heißt, wir hätten jetzt hier... das ist nicht mal viel. Das sind fünf... Moment. Ja. Das ist dann 5x5 Feld, wenn das jetzt quadratisch ist. Also ich mache jetzt erstmal... Moment, das sind jetzt 9 Felder. Da muss ich immer einen dran setzen, also immer mit dran setzen. Also wären wir jetzt bei 11. Wir wären bei 11. Wir wären bei... schade, Enderman. Wir wären bei 13, 15. 15 klingt gut. So, wir waren bei 9, 11, 13, 15. So, das ist die Breite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 haben wir hier. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich werde es als Quadrat machen. Gut, dass du Bescheid gesagt hast. Ich hätte dich nicht gesehen und du hättest mich da voll erwischt. Könntet ihr einfach mal bitte jetzt gerade aufhören zu kommen? So. Gott im Himmel, ihr nervt. Ich möchte jetzt aber auch nicht auf Peaceful stellen, auch wenn ich mir da den Steg angucke. Ist das eine Hexe? Wir sind nicht im Sumpf, ne? Wir sind in Extreme Hills. Aber das ist eine Hexe! Warum kann die hier spawnen? Ich dachte, die kann nur im Sumpf spawnen. Und ich wusste auch nicht, dass die ohne ihr Hexenhäuschen spawnen kann. Junge, 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 ey. Warum hat der jetzt gerade keinen Knockback bekommen?
Warum hat er gerade keinen Knockback bekommen? Okay. Problem. Problem heißt, ich werde die Nacht nicht überleben. Wenn das so weitergeht. So. Ich würde die Nacht aber gerne überleben. Was mir jetzt so gerade auch auffällt, ich hätte auch eigentlich gerne Glas, aber das kann ich mir nicht leisten. Weil begrenzter Rohstoff. Begrenzter Rohstoff Sand. Schade eigentlich. Weil ich finde Häuser ohne Glas finde ich immer ätzend. Aber da muss ich durch. So. Vergiss es. Hau ab. Du Pisser. Du Pisser, ey. Das ist wirklich eine Hexe da, ey. Warum spawnt hier eine Hexe? Das verstehe ich nicht. Okay, erst einmal packen wir alles wieder. Das ist nur das Enderportal. So. Habe ich keine Sticks mehr? Warum habe ich keine Sticks mehr? Birke. So. Nee. Hier hin. Einmal. Was mache ich denn da? Einmal. Schon mal das zweite Mal. Das. Das. Dich. Dich. Okay. Das als erstes, das als zweites, das als drittes. Okay. Jetzt gehen wir hier rüber. Ach stimmt, am Tag sind die harmlos, ne? Außer man greift die an. Ups. Nee, ich wollte dich eigentlich nicht angreifen, liebe Spinne. So. Ich habe eventuell das Tor verfehlt. So. Auf geht's. Hi. Vergiss es. Okay. Steine liegen da noch. Boah, was ich alles verloren habe. Das wäre echt ärgerlich gewesen. Das wäre echt ärgerlich gewesen. Wie kann ich auch nur so blöd sein und in der Nacht hier rausrennen, um hier aufzubauen? Ich bin total bescheuert. So, 1, 2. Und dann jetzt bis 64 zählen. So, oder von 64 runterzählen.
Kann man auch machen. So. Ich weiß, ich fange immer so 1000 Baustellen an und bringe keine fertig. Aber das hier ist wichtig, finde ich. Es wird nämlich mein kleines Häuschen. So. Soll bitte hier vorne seinen Sockel haben. Bis ungefähr hier. Dann soll das hier aufhören. Wunderbar. Und das wird unser Grundsockel. Okay. Dann mache ich jetzt auch noch gleich was, was ich vor... Nicht mehr heute. Vor Jahren das erste Mal in einem Video gesehen habe über Dekoration in Minecraft. Und die Idee fand ich damals so geil, dass ich das, glaube ich, bei jedem Haus gemacht habe, dass ich dann im Laufe der Zeit irgendwann mal als Starter gehabt habe, wenn ich mal irgendwo in Survival gespielt habe. Okay. Aber nicht mehr heute, sondern erst morgen. Leute, wenn es euch gefallen hat, like da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns dann bei Minecraft. Haut's rein, bis dahin. Ciao, ciao.